Meine sehr verehrten Freunde der Sonne, ich begrüße euch zu einem der unglaublichsten HFC-Karriere-Videos, die es auf meinem Channel gibt. Wir haben, wie versprochen, das Halbfinale gegen den FC Bayern München gezockt. Was da drin passiert ist, Leute, das glaubt ihr nicht. Schaut die Folge, urteilt selbst. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Ich habe es gerade aufgenommen, es ist mega geil meiner Meinung nach. Deshalb, ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Dann schaltet jetzt rein, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da lassen, Abo-Button klicken, Kommentar schreiben, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Mensch, herzlich willkommen hier zum Video, Freunde. Und ja, alle Saisons wieder, heißt es wohl, wenn es um Spiele gegen den FC Bayern geht. Das wird uns nämlich in der heutigen Folge bevorstehen. Wir haben noch hier ein paar Spiele, die wir auf jeden Fall machen müssen. KSC Spieltag 30, Bayern DFB-Pokal, 31. Spieltag St. Pauli, 32. Holstein Kiel, 33. Paderborn und letzter Spieltag gegen den VfL Bochum. Von den Gegnern her, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir das leichteste Programm. Wenn ich jetzt bedenke, wir haben ja gesagt, KSC steht ganz unten, St. Pauli steht ganz unten, Paderborn steht ganz unten. Also daher, das Programm ist eigentlich für uns am leichtesten. Aber wir sind auch noch nicht komplett durch. Ich hoffe, das wissen wir auf jeden Fall. So, und zwischendurch habe ich mal hier die Scoutliste mal voll gemacht. Ja? Habe ich mir nämlich auch mal gedacht, weil ich mir irgendwo dachte, das kann eigentlich auch nicht schaden im Laufe der Zukunft. Und ganz ehrlich, ich habe genug Kohle. Warum soll ich die jetzt nicht ausgeben aktuell, um ein bisschen so intern ein bisschen weiter voranzukommen? So, und ich habe mir nochmal überlegt, eventuell die Scouts nochmal loszuschicken. Warum soll ich jetzt anfangen, hier sinnlos in der Gegend rumzuwarten, wenn ich die Scouts doch nochmal losschicken kann? Abgesehen davon, dass es alles eventuell, was gescoutet wird, das ist alles Kohle, was irgendwann mal bei mir aufs Konto kommen könnte in der nächsten Saison. So, und damit gehen wir ins Finale rein der aktuellen Saison 2021-2022. Auswärts in Karlsruhe. Freitagabends, Halle gegen den KSC. Und das ist ein 2-1 für uns. So, nach dem Spiel gibt es noch ein Trainingsupdate. Und zwar Jonas Auer, der ja aus unbekannten Gründen weg wollte bei unserem Verein. Ja, hat auf jeden Fall das 74er Rating erreicht. Ist jetzt kurz vor Gold. Ach, wisst ihr, es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Aber das hier gehört definitiv nicht dazu. Mensch, Pressekonferenz. Ich bin mal gespannt, was da für Fragen kommen. Wird Mola sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Wird Estero Cortejo sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Wird Samuel sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also wir haben ja jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Weil wir kennen ja die Computer-KI. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das wird jetzt eine komplette Überraschung und wir haben gegen die Bayern wirklich eine Chance. Oder die Bayern schießen mich 6-0 vom Platz. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Sanderson Park, Halbfinale, Bayern gegen Halle. Mich würde ja mal die Aufstellung der Bayern interessieren. Der Sieger von dieser Partie spielt entweder gegen Dortmund oder Gladbach. Haben wir gerade gesehen. Ja komm, jetzt zeig mal die Aufstellung. Regulor, Kimmich, Pogba, was? Van de Beek, was? Gabriel Jesus, was? What? Jan Sommer, Hakimi, Süle, Marquinhos, Rugelor, Kimmich, Pogba, Van de Beek, Jesus, Coman, auf der Ersatzbank, Neuer, Alba, ja, nee, ist klar. Also gut, Freunde. Aus dem Sanderson Park, Bayern gegen Halle, DFB-Pokal-Halbfinale. Boah. Oh Gott. Jawohl, stark. Komm, jetzt Konter. Simon Böhm. Komm, Adeyemi. Lauf, Bruder. Adeyemi. Lauf, Bruder. Lauf. Lauf. Guck da drüben. Nein. Nein. Warum mache ich es nicht alleine? Ecke, Morilla. Burkhardt. Oh. Und Sommer. Oh, Bajic. Oh, Achtung, Pogba. Oh. Bajic im Tor. Die Schwierigkeit meint's gut mit mir. Also bis jetzt noch alles in Ordnung. Und ich bin mir sicher, ich werde irgendwann meine Chance kriegen.
Boah, okay, Halbzeit. Chancen gehabt, die größte Chance nicht reingemacht. Bis jetzt alles gut. Bis jetzt noch alles gut. Okay, also ich muss wirklich probieren, über außen zu kommen. Ich muss es wirklich probieren. Alles andere macht hier überhaupt keinen Sinn. Der Spielaufbau, der Halle-Spielaufbau. Burkhardt! Ah, nee, das war nix. Und ab! Jonathan Burkhardt, und ab! Oh, der kommt! Ja! Jawohl! Karim Adeyemi! Adeyemi, Junge! Adeyemi trifft für alle! Oh, wow! Bayern in der Verteidigung zu weit vorne und Adeyemi mit links! Sommer in der falschen Ecke, Süle muss einfach nur weggucken und Sommer haut sogar noch Süle um. 1-0, Freunde, 1-0. Also gut, Freunde, 20 Minuten. 20 Minuten durchhalten zum DFB-Pokalfinale. Achtung, Bajic, klasse. Klasse, Stefan Bajic. Oh Gott. Donny van de Beek. Noch 10 Minuten durchhalten. Hakimi. Achtung. Bajic. Bajic. Immer wieder Bajic. Ah, 1-1. Nein. Ja. Donny van de Beek. 1-1. Ich krieg's nicht hin, das Ding über die Zeit zu retten, ne? Ich krieg's nicht hin. Okay, 1-1. Burkhardt? Burkhardt? Oh Gott, das will Adeyemi! Das ist nicht wahr! Das wäre es gewesen! Das wäre es gewesen! Wenn ich den besser treffe, ist Bayern raus. Aber fragt mich auch nicht, was Adeyemi gerade aus dem Schuss gemacht hat. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Weiter geht's. So, und jetzt kommt natürlich das Problem, wie gegen Frankfurt, dass natürlich jetzt meine Ausdauer auch baden geht. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Ich suche die Idee. Ich suche die Idee. Oh, Schiedsrichter, was ist da ein Foul, Mann? Oh nein. Och nö. Och nö. Pogba, mach's einfach nicht. Mach's bitte einfach nicht. Oh Gott. Oh, Adeyemi. Komm, lauf, Bruder. Lauf. Lauf, Adeyemi. Yeah. Yes. 105. Minute plus 2. Oh. Ich hab mir schon gedacht, machst es nochmal oder machst es nicht. Und ich hab aus der ersten Hälfte gelernt und hab mir gedacht, mach's alleine. Mach's einfach alleine. Und jetzt hol mal das Ding nach Hause, Freunde. Pfeifkonzert. Pfeifkonzert in München. 15 Minuten fürs DFB-Pokalfinale mit dem HFC. Und da ist wieder Platz. Gutau. Adeyemi. Komm, mach's, Böhm! Mach ihn! Ja! Yes! Yes! Das ist der Knockout für den FC Bayern. Bayern alles nach vorne geschmissen. Ich hätte es mit Adeyemi eventuell allein machen können. Aber ich habe ihn abgelegt. Simon Böhm. 3-1. Halle ist im Finale, Freunde. Die Bayern können jetzt kommen, wie sie wollen. Das war der Knockout. Die haben alles nach vorne geschmissen. Das war definitiv der Knockout. Da kommt nichts mehr. Pfeif ab jetzt, Junge! Das ist nix, das ist gar nix. Das ist gar nix, ist das. Bajic ist da. Kimmich. Und Bajic haut ihn raus. Bajic haut ihn raus, Mann.
Bayern schaut ihn raus und das ist der Finaleinzug für den AFC. Das ist es, Freunde. Bayern ist raus. Bayern ist geschlagen. Das hier muss ich mir definitiv nochmal angucken hier. Dass Adeyemi den verschossen hat. Also, meine Güte, wenn der drin gewesen wäre, das war in der 90. Minute. Wenn der drin gewesen wäre, ey, dann wäre ich aber ausgeflippt. Bitte, scheiß drauf. Guckt euch dieses Ergebnis an. Wir sind im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund oder Gladbach. Oh, Pressekonferenz. Ich bin mal gespannt, was heute für Fragen dabei sein werden. Oh, warum durfte Eriti heute nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Warum durfte Echevarria heute nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Warum durfte Mona nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Bitteschön. So, und der Gegner im Finale steht noch nicht fest. Es gibt Turnierpreisgeld. 2,6 Millionen gibt es für den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Das nehmen wir gerne mit. So, und damit haben wir jetzt einen Profit von 26,2 Millionen. Also, da wird definitiv nächste Saison einiges machbar sein. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Bundesliga hier. So, weiter geht's. 31. Spieltag gegen St. Pauli. Und es ist ein 4-0. Besser zweimal, Burka zweimal. Daniel Moreno, danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ja, bleib auf dem Teppich, Bruder. Und Simon Böhm, was soll man über den Typ sagen? Erreicht die 73 jetzt. Der geht auch langsam in die richtige Richtung. Also daher, da passt auch alles. Es wird immer und immer besser, Freunde. Nächster Spieltag. Auswärts bei Holstein Kiel. 3-1-Sieg. Wir patzen nicht. Wir patzen einfach nicht. Das ist nicht geil. George Bello fällt für 8 Wochen aus. Eieiei. Schlüsselbeinfraktur. Ah. So, vorletzter Spieltag. Halle daheim gegen den SC Paderborn. Und das ist ein 3-1-Sieg. Böhm, Burkhardt und Adeyemi treffen alle drei. So, jetzt gibt's hier noch das Scouting-Update. Bernhard Deisenberger. Ja gut, der sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Den gucken wir uns mal an. Scouting-Update Nummer 2. Martinek. Da haben wir den Jörg Lüthi. Der sieht gut aus. Und Jörg Weibel. Den werden wir uns auch angucken. Scouting-Update Nummer 3. Uwe Braun, und das ist komplett nichts. Ja, und nachdem ich mir jetzt alle angeguckt habe, ist Jörg Lüthi tatsächlich der Einzige, der sich hier noch eventuell lohnt. Also den werde ich definitiv mal noch drin lassen, weil ich weiß momentan nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Vielleicht verbessert er sich ja noch. Schauen wir mal. Und es kommen ja noch 2 Updates. Mal schauen. Uff, Leute, guckt euch das an. Wir haben inzwischen Union Berlin komplett eingeholt. Ein Punkt zur Relegation fehlt uns. Ein beschissener Punkt zur Relegation fehlt uns. Die Pressekonferenz vorm letzten Spieltag. Wird Estero Coyeo sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Wird Samuel sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Wird Echevarria sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Bitteschön, gar kein Problem. Also, wir müssen jetzt erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen, ja? Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir müssen jetzt erstmal gegen Bochum gewinnen. Das ist mal Punkt 1. Achtung. Okay. Wir gewinnen 2-1 gegen Bochum. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Schade. Wirklich schade. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Weil das ist wirklich ein Ergebnis, womit ich sehr zufrieden bin. Das heißt, wir können unsere Mannschaft nächste Saison nochmal pushen. Und dann können wir ab in die erste Liga. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dementsprechend, wir werden das Ding definitiv nächstes Jahr rocken. Halle-Vorstand sagt nochmal gute Arbeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Und es gibt ein Preisgeld von 24,1 Millionen für den 4. Platz in der 2. Liga. Das kommt also auch nochmal oben drauf. Macht einen Profit von plus 51 Millionen. Das Geld werden wir uns definitiv auf die Seite legen für die Saison, wo wir aufgestiegen sind. Dann würde ich sagen, dann gibt es ja in der nächsten Folge noch was zu tun. Wir haben ja das DFB-Pokalfinale noch und das werden wir in der nächsten Folge definitiv zocken, ja? Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir im DFB-Pokalfinale noch erreichen können. Vielleicht gewinnen wir das Ding ja. Vielleicht steht da noch Europa League an nächstes Jahr in der 2. Liga, wer weiß. Schauen wir einfach mal. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge beim DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. In diesem Sinne,
Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Euer Bentastic. Bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.